Ah, Hildegard, soll ich dich holen, wenn die Leute vom Fernsehen da sind, oder soll ich dir ein Autogramm sagen? Ah, du hast den Brief jetzt tatsächlich geschrieben. Mhm. Hildegard, du kannst ihm mit Worten nicht helfen. Hast völlig recht. Danke, Herr. Ich werde ihn treffen. Was? Ja, persönlich kann ich ihm behutsamer eine Absage erteilen, falls er sich wirklich in mich verliebt hätte. Also, Hildegard, was glaubst du, was der denkt, wenn du sowas vorschlägst? Dass er sich ernst genommen fühlt. Ach, was, der Kerl kann dir doch völlig egal sein. Was regst du dich so auf? Ja, ist doch wahr. Was würdest du sagen, wenn ich so einen Briefwechsel hätte? Du kannst mir vertrauen und ich vertraue dir. Ja. Hildegard, soweit ich das verstanden habe, möchte dieser Herr keinen weiteren Kontakt. Warum kannst du das nicht einfach akzeptieren? Weil es mein einziger Fan ist. Und vielleicht auch der einzige bleiben wird. Hm. Ja. Soll ich den Brief gleich mitnehmen? Ich muss sowieso an der Lobby vorbei. Da kann ich ihn gleich in den Postkasten werfen. Ja. Verrückt. Verrückt und verliebt. Hat's denn sehr weh getan? Es war die Hölle. Am liebsten wäre ich sofort weggerannt. Aber da waren Typen in dem Laden. Die waren von oben bis unten zutätowiert. Und da komm ich mit meinem Herzchen. Willst du noch was trinken? Hast du irgendwas? Nee, alles okay. Du bist die ganze Zeit schon so ruhig. Hat das vielleicht irgendwas mit deiner Scheinehefrau zu tun? Hast du sie vielleicht getroffen? Pass auf, was hältst du davon, wenn wir nach München fahren? Klar, zum Shoppen. Auf dieses Straßenfest. Ich bin in 10 Minuten fertig. Ich habe übrigens Alain in München angerufen. Ab und zu muss man ihm mal auf die Füße treten, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. Aber keine Sorge, der ist ganz auf unserer Linie. Sag mal, wenn ich dich jetzt schon langweile, dann sollten wir besser nicht heiraten. Entschuldigung. Hast du wenigstens von unserer Zukunft geträumt? Sag mal, hast du unseren jungen Vater eigentlich mal gesehen? Oder sein Baby? Wieso fragst du? Ja, ich auch nicht. Und ich habe heute das Kindermädchen im Park beobachtet. Seit wann interessierst du dich denn für diese Altersklasse? Na, Blödsinn. Nein, sie hat einen Telefonanruf bekommen und danach hat sie unheimlich geheimnisvoll getan. Das kommt vor bei Jungfrauen. Ja, als ich sie dann auf Robert Saalfeld angesprochen habe, da hat sie mich richtiggehend abgewimmelt. Das schlechte Gewissen, das war ihr deutlich anzumerken. Sag mal, worauf willst du eigentlich hinaus? Seit diesem Telefonat ist sie spurlos verschwunden, genauso wie Robert Saalfeld und sein Töchterchen. Entschuldigung. Ich hätte gerne noch einen Kaffee. Ja, sehr gerne. Du, vielleicht ist die Kleine krank und unser Übervater Robert weicht nicht von ihrer Seite. Und was ist, wenn er sich mit der Kleinen abgesetzt hat? Ach was, Robert ist da vollkommen überfordert mit dem Baby. Irgendwas stimmt da nicht. Aber ich komme noch drauf. Da ist er ja. Ja, meine liebe Hildegard, das war's dann mit Herrn Rheinwasser. Ich würde gerne einchecken. Frau Ruge. Wir haben Sie schon erwartet. Herzlich willkommen im Fürstenhof. Danke. Hatten Sie denn eine angenehme Anreise? Ja, danke der Nachfrage. Ja, ich habe alles schon vorbereitet. Mit Dessert, Sie müssten das nur noch kontrollieren und dann unterschreiben. Bitte sehr.
Ich würde mir dann gerne gleich den Golfplatz anschauen, dann kann ich schon mal die Kamerapositionen festlegen. Aber natürlich, ich lasse so lange Ihr Gepäck schon einmal nach oben bringen. Herr Heinemann, Entschuldigung. Könnten Sie der Frau Ruge den Golfplatz zeigen, bitte? Ja, klar, gern. Aber das kann ich doch übernehmen. In der Küche ist gerade nicht so viel los. Also, das denke ich, wird nicht nötig sein. Der Herr Heinemann ist unser Fitnesstrainer. Ja, wunderbar. Dann können wir gleich eine Trainerstunde vereinbaren. Ja, ja. Freut mich. Ich habe Ihnen das Zimmer 19 reserviert. Ein wunderschönes Zimmer mit einem herrlichen Blick in den Park. Sehr aufmerksam, danke. Aber gerne. Wenn ich vorgehen darf? Gern. Peter, es geht. Klasse Vibe. Allerdings. Mein Gott, jetzt habe ich das Autogramm für die Hildegard vergessen. Der Brief. Der ist weg. Michael. Nimmst du mir meine Bitte für Robert auszusagen, so übel, dass du nicht mehr mit mir sprichst? Ach nein, entschuldige bitte. Ich war vollkommen in Gedanken bei einem schwierigen Patienten, der vorgibt, Schmerzen zu haben. Aber ich vermute, dass es simuliert. Genau wie Götz Tastrum. Ich möchte mich dafür entschuldigen, wenn ich dich unter Druck gesetzt habe. Du brauchst dich dafür nicht zu entschuldigen. Du wolltest nur Robert helfen. Natürlich kann ich von dir nicht erwarten, dass du eine falsche Aussage machst. Obwohl, es wäre ja keine direkte Lüge gewesen. Ja, die Kopfverletzung von Götz Sastro deutet eher auf einen Sturz hin als auf einen Schlag. Aber es ist eine Vermutung, es ist nicht hundertprozentig sicher. Ich hätte dich nicht drum gebeten, wenn es um mich ginge. Aber Robert hat so viele Schicksalsschläge einstecken müssen. Wie geht's ihm denn? Er ist weg. Was meinst du, er ist weg? Untergetaucht, mit der Kleinen. Ist er verrückt geworden? Er schießt sich doch ein Eigentor. Ja. Er glaubt, wegen Götz Zastros Anzeige verliert er das Sorgerecht für Valentina. Und das würde er nicht ertragen. Sie ist sein ganzer Halt. Verstehst du jetzt, warum ich dich um diesen Gefallen gebeten habe? Ich habe solche Angst um Robert. Okay, ich tu's. Ich gehe zur Polizei. Das sah zu Roberts Gunsten aus. Wirklich? Danke. Das werde ich dir nie vergessen. Jetzt arbeite ich schon zu Hause, um Ihnen und Ihrer Giftmischerin nicht ständig zu begegnen. Habe ich jetzt auch hier keine Ruhe mehr? Was wollen Sie? Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich Bescheid weiß. Ihr Sohn ist mit seiner Tochter untergetaucht. Haben Sie beim Sturz auf den Kopf den Verstand verloren? Nein. Aber ich kann eins und eins zusammenzählen. Ah, dann überprüfen Sie doch mal Ihre Rechenkünste. Es ist ihm hier zu heiß geworden. Oder ist er zufällig zu Hause? Das hat Sie überhaupt nicht zu interessieren. Oh, aber die Polizei? Ich habe mit den zuständigen Beamten gesprochen. Ihr Sohn hat sich nicht nur wegen der Anzeige bereitzuhalten, sondern auch wegen des laufenden Sorgerechtsstreits. Keine Sorge, er wird sich bereithalten. Ach ja? Und wo? Das geht Sie einen feuchten Kehricht an. Irrtum. Auch ich muss ihn jederzeit erreichen können als Anwalt der Gegenseite. Wissen Sie, nie hat das Wort Rechtsverdreher besser zu einem Anwalt gepasst als zu Ihnen. Ich konnte die Herren von der Polizei davon überzeugen, dass bei Ihrem Sohn Fluchtgefahr besteht. Das heißt, er sollte sich bis morgen früh um 10 auf der Wache gemeldet haben, sonst wird er zur Fahndung ausgeschrieben. Und dann kann er das Sorgerecht vergessen. Richten Sie ihm das auf. Die miese Kleider! Ich weiß gar nicht, warum Sie sich so aufregen. Sie haben doch gesagt, er ist nicht untergetaucht.